Hallo liebe Freunde, zurück bei Transportfieber, hier haben wir gespielt. Ja, mit unseren neuen Drummen hier, ein Singen. Ja, und wir werden jetzt weiterbauen, und zwar an unserer Güterzugstrecke, die wir hier ja schon angefangen haben, da im Tunnel drin. Werden wir jetzt auch weiterbauen. So, wieder mit den. Ich nehme jetzt hier mal das 130 km Teil. Oh, geht nicht zum Anhängen. Funktioniert es so. Mit Sicherheit. Aha, da hat es eine Kollision. Warum auch immer. Dann werden wir wohl da nach unten gehen müssen. So bauen. Gehen wir hier wieder mit. Da hinten müssen wir kurz schauen. Ja, da können wir eigentlich geradeaus düsen, würde ich mal behaupten. Ja, das mal bis hier hin. Das wir hier jetzt machen, müssen wir kurz schauen. Vielleicht in den Tunnel gehen. Dann irgendwie hier nebenan vorbei. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit von den Gleisen da weg. Hierhin machen. Können wir nämlich da weg ins Tunnel. Da wollen wir vorbeidüsen. Ich müsste das hier irgendwo in einen Tunnel reinführen. Schauen, ob wir da irgendwie reinkommen. Ja, das würde eigentlich gehen. So, da unten reinkommen. Dann folgen wir hier. Der Strecke so weit wir können. Und hier wird es dann Schluss sein. Da müssen wir irgendwie da rein. Vorzugsweise kommt hier sogar auch noch ein Zug. Das sind eh alle Linien schon belegt, so wie das aussieht. Da hat jetzt alles die gleiche Farbe. Wohin fährt der? Hier hinten, der fährt hier durch. Okay, kann er eigentlich machen. Haben wir hier das Gleis noch frei nebenan. Ja, das Gleis hier ist noch frei. So wie es aussieht.
würde eigentlich bedeuten, dass wir hier reingehen. In der Linie. Dann gehen wir von hier nach da hinten. Machen wir es hier unten rein. So. Nochmal hier eine Doppelnutzung. Bis da unten hin. Das wäre Güterzug Singen. Jetzt könnte man wahrscheinlich hier noch definieren, was das für Güter sind. Da mal schauen, wir haben hier noch einen Güterzug Waren Werkzeuge. Jetzt kann man sagen, wir könnten da wahrscheinlich Maschinen hinbringen. Ich weiß nicht mal, was die hier machen. Die machen gar nichts. Geschweige denn, wohin geht die Linie? Das Öl, das geht über die Autobahn weg. Hier bringen wir schon gar kein Öl weg, irgendwie. Das ist auch schlecht. Dann wird es hier sicher mal zwei Linien geben. Ja, dann machen wir hier, würde ich mal sagen, Güterzug. Moment, haben wir hier Lebensmittel? Müsste man eigentlich haben? Ja, Lebensmittel haben sie. Baumaterial fehlt hier noch. Machen wir hier Baumaterialzug. Baumaterial. Singen. So, dann brauchen wir nur noch ein Depot. Das haben wir hier unten. Können wir eigentlich mit dem Gleis ziemlich gut hier rüber. Ich würde mal behaupten. Oder eben doch nicht. Ne, wahrscheinlich zu gehen. Dann müsste es hier vorne mindestens funktionieren. Gut, da vorne kommen Eier raus. Kein Ding. Dann schicken wir den zuerst in die Richtung weg. Oder wir machen, dass wir hier oben rauskommen. Hier noch eine Weiche hin. Dass wir irgendwie hier rüberkommen. Da haben wir eh schon eine Weiche. Ja doch, das geht ja hier auch. Oh Moment, der hat hier... So haben wir hier zwei Signale. Untereinander. Das ist auch komisch. Hier haben wir zwei Signale, die gehen direkt hintereinander.
So gehen wir rein. Dann kriegt er hier nämlich noch ein Signalchen. Dieses hier Teil hier. Gut, dann kommen wir bei der Strecke noch zu den Signalen, die wir jetzt vernachlässigt haben. Ich bräuchte mal die Teile. Beginnen wir da hinten. Und zwar hier. Hier haben wir schon welche. Haben wir das Gegensignal? Ne, haben wir nicht. Haben wir mal hier eines. Da gibt es mal schon hier zwei hier hin. Wie ich sagen, hier beim Bahnhof macht es noch Sinn. Die irgendwie hier rankrieg. Hier. Dann machen wir hier vorne. Würde ich sagen, gibt es hier gleich auch nochmal eins, nochmal eins. Hier trennt sie sich wieder. Machen wir hier eines und hier eins. Da wo es zusammenkommt. Selbstverständlich auch noch welche, aber die würde ich jetzt mal. Ja, machen wir die hier. Da vorne. Gibt es da unten noch welche? Nämlich. Ja, machen wir die hier. Die nach dem Signal hier. Nach dem Tunnel. Die Signale sind wir ja erst am Setzen. Dann gibt es hier vorne noch eins, wo dazu einfädelt. Und die restlichen sollte man eigentlich haben. Jetzt ist natürlich dieses Signalchen noch falsch. Das müsste jetzt je nachdem eigentlich hier hin. Gut. Dann würde das soweit passen, hätte ich gesagt. Jo. Gut, dann kaufen wir unsere Züge und zwar für Baumaterial. Wir brauchen das Teil, dann speichern wir noch kurz. Ja, wir sind mit der Aufnahme jetzt bei 13 Minuten. Das heißt, die Mitfahrt werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen. Dann. Also, respektive morgen am 26. Ich werde hier jetzt mal nicht zu viele Züge installieren, mal nur vorgehensweise mal zwei. Weil mit unserer Map, die wir ja anfangs Neujahr machen, die möchte ich eigentlich, wenn schon, ja, dass wir dort mit den Kosten spielen, also ohne Kosten, nicht keine Kostenmod, also die nicht aktiviert haben, die haben wir glaube ich noch nicht. Über 21,43. Gut, die hat aber auch keine wirkliche Zugkraft. Die haben wir glaube ich eh auch noch nicht. Wir nehmen mal die. Ja, und dann unsere lange Güterzugstrecke, die steht ja auch noch an, die ich eigentlich noch bauen möchte. Jetzt müssen wir
Wie viel macht er? 121, also das Gewagen sollten 120 machen. Baumaterial. Die sind einfach leer. Die haben Baumaterial. Die machen 113. Die machen 120. Dann würde ich sagen, wir machen mal die. Die machen eben nur 100. Gut, 120. Dann hier noch auswählen. Haben wir das Baumaterial? Machen wir mal die 100 Meter und dann von denen brauche ich ein paar dazu. Nochmals eine Diesellok, die auch die 110 macht. Ich würde jetzt hier sogar testweise noch die anhängen. Die macht nur 110. Wir haben Wagen, die machen 120. Nehmen wir die nochmal. Gut, dann nehmen wir mal zwei von denen und dann geht ihr auf die Güter. Jetzt muss ich nur noch die Strecke haben. Ja. Genau, das hat funktioniert. Schauen wir mal. Die aussehen. Ja, die sind natürlich leer. Ich würde sagen, mit dem Zug düsen wir noch nach da hinten zum Güterbahnhof mit dem zweiten. Ja, sieht noch cool aus. Bereits der zweite, wir steigen mal zu. Ich glaube, das ist auch wieder was Amerikanisches, das wir jetzt hier haben. Ja, der muss jetzt natürlich hier wieder warten, weil vor uns der andere erst den Signalabschnitt passieren muss. Während da oben der Pseudo-Metronom durchfährt mit der falschen Lok. Da wird ja vom Metronom die richtige Lokomotive in der Farbgebung für dieses Spiel nicht gibt. Ein anderer Güterzug entgegen. Ja, das Spiel hat schon mittlerweile Mühe mit dieser Performance hier. Es ruckelt dermaßen hier rum. Das ist Wahnsinn.
glaube, allzu viele Strecken werden wir wahrscheinlich die Altair-Anlage nicht mehr installieren können. Da kommt gerade der Kollege aus dem Bahnhof. Oben haben wir noch den Velaro IC, der eh nur 50 km/h macht. Wir haben gleich noch einen, okay. Da vorne steht noch der Kollege, der auch noch hier rein will. Ja, und ich sehe, wir sind jetzt gerade über die Zeit raus von der Folge. Das heißt, ich werde mich noch hier verabschieden und hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Ja, dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn wir dann unsere Mitfahrt erledigen nach da hinten, nach Singen. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute und bis, ja, hoffentlich morgen. Bis denne. Ja, bis denne. Tschüss.